Willkommen bei Widerlader TV. Manchmal kann es nötig sein, eine Patrone zu delaborieren. Die Gründe dafür können sein, dass man das Zündhütchen nicht richtig gesetzt hat, ein Geschoss zu tief gesetzt hat oder aber vielleicht einen zu starken Krimp verwendet hat. Deswegen zeige ich euch heute mal das Delaborieren einer Patrone mit dem Entladehammer. Dafür benötigen wir den Entladehammer an sich, die Patrone, die zu delaborieren ist, ein Stück Holz als Unterlage, wo wir draufschlagen können und ja, ein kleines Gefäß, wo wir nachher Pulver und Geschoss reinschütten können. Und natürlich noch eine Schutzbrille, die habe ich jetzt hier nicht gezeigt, die sitzt schon auf der Nase. So, dann fangen wir mal an. Meine Patrone hier hat einen viel zu starken Krimp, das heißt, ich muss delaborieren. Dazu nehme ich mir meinen Entladehammer. Löse die Schraube im hinteren Teil, so dass die Spannbacken wieder freigegeben sind. Füge die Patrone ein und verschraube das Ganze dann wieder. Mit einigen heftigen Schlägen auf meine Holzunterlage sorge ich nun dafür, dass das Geschoss sich wieder von der Hülse trennt. So, jetzt schrauben wir das Ganze wieder auf. Wie man jetzt hier sehen kann, im oberen Teil entnehme ich meine Hülse. Und im hohlen Inneren von meinem Entladehammer befinden sich jetzt nun Pulver und Geschoss, die ich jetzt einfach ausschütten kann. Das war's dann auch schon. So delaboriert man eine Patrone. Ich hoffe, euch hat der kleine Beitrag hier gefallen, würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Ja, und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis demnächst bei Widerlader TV.